voll unterwegs mit Hotelier Simeon Schad zu seinem Traumhotel für Autofans, dem V8 in Böblingen. Schad ist nicht nur der Chef, der ganze Hotelkomplex basiert auf seiner Idee. Super! Allein der Sound gemacht, oder? Ist schon großartig. Ja. Aber jetzt müssen Sie mir erstmal erzählen, was ist das überhaupt für ein Gefährt, in dem wir hier gerade sitzen? Das ist ein englisches Fahrzeug, ein Morgan Three-Wheeler, Baujahr 1913. Dieses Fahrzeug wurde zum 100-jährigen Geburtstag von Morgan noch mal so nachgebaut, wie er heute so dasteht. Ein echtes Schmuckstück. Aber Sie sind überhaupt ein echter Auto-Freak, oder? Ja, auf jeden Fall. Seit meiner Kindheit bin ich schon ein Autofreak, hab viel Benzin im Blut und macht mir Freude, das Hobby Automobil beruflich matchen zu können mit dem V8 Hotel, was wir vor 8 Jahren hier kreiert haben, zusammen mit Künstlern. Viele haben ja auch Erinnerungen an ihre Kindheit, an diesen schönen Oldtimern und Youngtimern. Und bei uns kann man das sozusagen Revue passieren lassen und so ein Hotelerlebnis zu haben. Wir geben Gas. Ja, wir schauen es mal an. Dort, wo das V8 steht, befand sich früher ein Flughafen. Inzwischen gibt es auch einen brandneuen Hoteltrakt. Dieses neue V8 wurde erst vor kurzem eröffnet. Das schauen wir uns zuerst an. Die Zimmer stellen eine Automobilreise durch Europa dar. Als Betten dienen Luxuskarossen legendärer Marken. Und diese Autokarosserie ist wirklich echt. Also hier schläft man wirklich im Auto. Ja, bei uns gibt es nur Originalteile. Dieser Porsche 996 kommt aus Hamburg, dort war er zugelassen und unser Künstler hat ihn entdeckt. Er hat einen schlimmen Heckschaden gehabt und ist daraufhin nach Hamburg und hat dann dieses Fahrzeug besichtigt und begutachtet. Und die Familie, die ihn verkauft hat, die hat dann gefragt, was machen Sie denn mit dem Schrotthaufen? Und er sagt, naja, also ich kann daraus Schreibtische bauen, Kofferablagen oder auch so ein Autobett. Und die Familie war dann sehr begeistert und haben dann gesagt, wissen Sie was, wir lassen Ihnen noch mal 500 Euro am Preis nach und Sie besorgen uns einen Hotelgutschein. Und die Familie wird jetzt dann zu uns kommen und in ihrem ehemaligen Straßenfahrzeug übernachten. Was das Hotel auszeichnet, die Liebe zum Detail. Ob Dekoration, Kugelschreiber oder Seife, alles hat mit dem Thema Automobil zu tun. Do you like music? Why don't you put a record on? So, und jetzt wird Zeit, hinter die Kulissen zu schauen. Also an einen Ort, wo die Hotelgäste nicht einfach so hinkommen. Hier gleich um die Ecke werden die Servicewagen restauriert und repariert. Und da probiere ich mich jetzt mal aus. Jürgen. Hallo. Die Azubine meldet sich zum Einsatz. So. Okay, was haben wir zu tun? Folgendes, und zwar, wir haben ja solche ehemaligen Werkstattwagen gekauft. Aha. Und die wollen wir ein bisschen umrüsten, dass wir die anschließend als Catering-Fahrzeuge bei uns benutzen können im Event-Bereich. Okay. Das heißt also, wir möbeln die jetzt ein bisschen auf. Los geht's. Mit dem Akkuschrauber frisch ans Werk. Ich darf einen Servicewagen tunen. So, und jetzt spielen wir ein bisschen mit dem Feuer. Du arbeitest also mit allen Mitteln. Muss man auch alles können, oder? Als Hausmeister ja, quasi. Ja, flexibel muss das schon sein, ja. Aha. Das heißt also Elektronik und was das hier, was gehört auch ein ist bisschen dazu. Heiß? Nein, halb so wild. Aha. Ja. Aber jetzt, ich glaub, das macht es wieder so aus. So, Jürgen, sei ehrlich, wie habe ich mich hier angestellt? Ja, ich muss sagen, ein bisschen Angst vorm Akkuschrauber wahrscheinlich. Ja. Macht ein bisschen Sorgen, aber ja, ich gehe mal davon aus, dass wir mal so 5, 6 Wegen geschafft haben. Okay. Mit dem V8 Classic begann es.
Damals, vor 8 Jahren. Überall, wirklich überall in Ihrem Hotel stehen Autos. Ja, sogar in der Lobby. Das ist das Schöne hier. Und man kann direkt von der Lobby aus in die Motorworld reinstarten. Das ist mit Abstand die größte Lobby, die ich kenne hier. Ja, rund 24.000 Quadratmeter stehen hier zur Verfügung für Oldtimer, Youngtimer, Sportwagenmarken, alles, was das Herz begehrt. Alle Fahrzeuge, die hier in der Handelshalle stehen, stehen zum Verkauf. Unsere Hotelzimmer haben ja teilweise den Ausblick hier runter auf die Handelshalle. Und mancher hat sich da schon über Nacht in so ein Schätzchen verliebt. Das kann ich mir vorstellen. Das ist schon fast so was wie, sind wir ehrlich, Disneyland für Männer, oder? Ja, wir nennen es auch manchmal den Streichelzoo für Erwachsene. Wie geht's Ihnen denn? Bei welchem Auto prickelt es bei Ihnen? Ich wäre ein schlechter Autoverkäufer, weil ich könnte mich von keinem Auto trennen. Und deswegen habe ich mich für die Hotellerie entschieden. Ja. Aber mir gefällt es natürlich unheimlich. Ja. Das ist ja wie eine Zeitreise durch die Automobilgeschichte. Mitten im Oldtimer-Hotspot eine Galerie, die an einen der berühmtesten Rennfahrer aus der Region erinnert, Hans Herrmann. Inzwischen 90 Jahre alt, eine lebende Legende. Also der hat mehr Falten als ich in Wirklichkeit. Da. Ja, Herrmann, was ein Leben, kann ich nur sagen, oder? Was sagen Sie? Mein Gott. Mit Ihren 90 Jahren können Sie auf ein wahnsinniges Leben. Hochzufrieden. Ja? An was denken Sie besonders gern? An meine Familie. Das ist so wichtig. Mhm. Weil das ist der Hintergrund, um das überhaupt zu schaffen. Aber was hat die Familie immer gesagt, wenn Sie in so ein Auto gestiegen sind? Die wollte, dass ich nämlich nicht war. Meine Frau, logischerweise. Mhm. Lassen Sie uns mal reden über diese Rennära, Hans Herrmann. Das ist ja was ganz anderes als heute, oder? Ja, ja. Es war halt damals sehr gefährlich. Wir hatten in dieser Zeit, wo ich fuhr, von 52 bis 70 habe ich ja aufgehört, aber in diesem Zeitraum und noch weiter sind sehr, sehr viele, leider Gottes, viele Freunde von uns tödlich verunglückt. Weil es gab da keine Sicherheitsvorkehrungen, das ist ja Gott sei Dank jetzt nachgeholt. Sie sind eigentlich fast immer wie durch ein Wunder durchgekommen. Hans im Glück hat man sie immer genannt, ne? Ja, das ist dann entstanden. Also ich habe es vorhin hier gesehen, da in dem Film, der Überschlag in Berlin zum Beispiel, wo ich mit 280 Stundenkilometer Bremsversagen war das damals. Das war übrigens im Stirling Moss sein Formel 1, den er mir für dieses Rennen lieh, bin ich dann rausgeflogen und hatte eigentlich außer Hautabschürfungen, weil ich bin ja am Boden entlang gerutscht, dann eigentlich nur den kleinen Finger gebrochen. Also das war viel Glück. Direkt neben Werkshalle und V8-Hotel die Werkstätten zahlreicher Luxusmarken. Und hier schlafen jetzt quasi die Oldtimer-Schätzchen. Ja, wir sind hier in der Werkstatthalle. Wie der Name schon sagt, befinden sich hier unsere Werkstätten für Oldtimer und die spannenden Sportwagenmarken. Hier sind die Fahrzeuge zur stationären Behandlung. Das heißt, die werden hier richtig auch repariert? Ja, manche sind sehr lange da, weil Einzelteile angefertigt werden müssen. Und es kann schon mal 2-3 Monate dauern, bis ein Besitzer sein Fahrzeug wieder zurückbekommt. Warum nimmt ein Oldtimer-Besitzer jetzt hier eine Garage? Ja, das sind hier rund 80 Glasboxen, die angemietet werden können. Und hier stehen Privatfahrzeuge. Das hat unterschiedliche Ursachen, teilweise weil die Leute zu Hause keine Möglichkeit haben, es in der Garage unterzubringen. Zum anderen gibt es da auch manchmal Befindlichkeiten, dass man einfach in der Nachbarschaft nicht zeigen möchte, was man für ein Schätzchen hat. Und hier ist er sicher aufgehoben und der Kunde kann zu jeder Zeit hier sein Fahrzeug entnehmen. Das kostet rund 200 Euro im Monat, so eine Miete. Und wir haben dadurch so einen musealen Charakter hier in der Anlage. Und dann schlummert hier der Oldtimer und drüben der Fahrer. Oder die Fahrerin.
Ein Traum für Autofreaks, die hier staunen, schwelgen und stilvoll übernachten können. Auch das muss ich mir natürlich angucken. Das größte und luxuriöseste Zimmer des Hotels. Die riesige Mercedes-Suite, die über mehrere Stockwerke geht. Also ich bin mir ziemlich sicher, für viele Männer ist das ein Traum, dieses Hotel. Kriegen Sie selber noch Gänsehaut ab und zu? Ja, hier? Auf jeden Fall. Hier, beziehungsweise auch wenn das Haus ausgebucht ist, das ist immer eine große Herausforderung für das ganze Team. Aber das ist natürlich auch die Spannung, die unseren Beruf letztendlich ausmacht. Jetzt sind wir in unserer großen Mercedes-Suite, 120 Quadratmeter auf 4 Etagen im ehemaligen Flughafen-Tower. Und das ist natürlich schön, hier solche Fahrzeuge zu sehen. Oder? Und viele haben ja auch Erinnerungen an solche Fahrzeuge aus ihrer Jugendzeit oder Kindheit. Und die Mercedes-Suite ist ein Highlight hier im Haus. Waren Sie eigentlich selber schon als Jugendlicher so ein Autoverrückter? Ja, also in der Kindheit hat es schon angefangen letztendlich. Ich konnte auf meinem Schulweg die Augen schließen und damals konnte man die Fahrzeuge, die an einem vorbeigefahren sind, noch am Sound erkennen, um welche Marke es sich handelt. Und mir hat das großen Spaß gemacht und Freude bereitet. Und ja, das hat mich dann schon geprägt. Und natürlich kann man, wenn man dann 18 wird, kaum erwarten, bis man dann den Führerschein hat und selbst losziehen kann. Und noch was hat die Mercedes-Suite zu bieten? Eine große Dachterrasse. Ja, das gefällt mir hier auch. Super. Ja, das ist natürlich ein Highlight hier, diese Dachterrasse. Im Hintergrund die Motorworld mit Harley Davidson, Ferrari, Maserati, dann die Mercedes-Benz-Fabrik, wo bis zu 2000 Fahrzeuge pro Tag produziert werden. Und dann hier den Sundowner, den Tag hier zu Ende bringen, ist natürlich ein Highlight. Und wenn man möchte, kann man natürlich auch die passenden Drinks an der Bar bestellen. Was sagt eigentlich Ihre Frau zu dem Ganzen hier? Wir haben uns ja schon in der Lehre kennengelernt vor 30 Jahren und sie trägt seitdem auch meine automobile Leidenschaft mit. Sagt er die Wahrheit? Ja, ich teile seine Leidenschaft für Automobile. Am Anfang war es noch so, dass er mir für alles, was er neu gemacht hat an seinen Autos, immer ein Pärchen Schuhe versprochen hat. Aber wir haben irgendwann mal damit aufgehört, wie gesagt, sein Auto darf ich benutzen, er meine Schuhe nicht. Das fand er dann auch unfair, ich sehe es ein. Aber wie gesagt, es ist schön, hier ein Hotel zu haben, was auch emotional berührt. Und es ist doch auch schön, wenn ein Mann einem sowas zu Füßen legt. In der Hotelbar treffen sich dann alle Autofans und ich bin jetzt auch hier, und zwar mit Volkan, und lasse mich in die Kunst des Cocktailmixens einweihen. Das ist eine Kunst, ne? Das ist eine Kunst für sich, Annette, du sagst es, ja. Das ist ein Dorito. Ich würde vorschlagen, du machst jetzt mal den Cocktail. Aber der ist schon anspruchsvoll, oder? Der ist anspruchsvoll. Genau, und gerade halt. Machen wir lange Wege, der Länge lang. Du machst doch fast blind überall. Das ist schon wunderbar. Das Besondere daran ist, du siehst ja, wir haben hier Schneeeis. Das Tolle daran ist, dein Getränk bleibt konstant kalt. Gibt's in Deutschland nur bei uns. Wie bin ich so als Barkeeperin? Jetzt komm, sei ehrlich. Ehrlich? Ja. Ich würde dir das Reden überlassen und mir das Arbeiten. Ich glaube, das ist eine gute Arbeitsteilung. Wollen wir mal probieren? Ja, Chef. Test dich mal, ja? Okay. Arbeiten müsste, würde ich ihn ausdenken. Sehr gut, Annette. Gut. Job. Danke, Annette.